La crise a montré qu'il faut absolument qu'une zone monétaire puisse assurer la convergence de ses États membres, empêcher que ces économies divergent, parce que quand on n'a qu'une seule monnaie, on ne peut pas se permettre d'avoir des économies qui divergent trop. Par exemple, en matière d'impôts sur les sociétés, en matière de salaire minimum, en matière de niveau d'investissement. Il faut que s'il y a un choc asymétrique, c'est-à-dire qui touche en particulier un État membre, ben cet État membre puisse réagir et que l'ensemble des États membres l'aident à réagir. Parce que s'il est atteint, tous les autres le sont aussi. Donc ce n'est pas dans l'intérêt des autres pays membres de la zone euro de le laisser aller. Das macht man am besten, um Vertrauen erst einmal wiederherzustellen, wie bei einem Versicherungssystem. Es zahlt jeder ein. Jeder bekommt in einer Krise, mit der er alleine nicht fertig wird, auch eine Unterstützung, aber zu festgelegten Bedingungen, auf die man sich vorher verständigt. Und gleichzeitig muss er das, was er in Anspruch nimmt, auch über einen längeren Zeitraum wieder zurückbezahlen. Quand il y a un choc symétrique, c'est-à-dire qui concerne toute la zone, par exemple une hausse du prix du pétrole, une chute brutale du niveau d'investissement, de l'activité, il faut que la zone euro dans son ensemble puisse avoir un outil de pilotage de sa politique économique. Ich weiß, dass es eine Befürchtung von einigen Nicht-Euro-Ländern, gerade aus Osteuropa, gibt, die sagen, jetzt werden Mitgliedstaaten erster und zweiter Klasse geschaffen. Nein, das wollen wir wahrlich nicht. Wir haben ja unterschiedliche Geschwindigkeiten heute und wir laden ausdrücklich in diesem Konzept auch die Nicht-Euro-Länder ein, weil mit Ausnahme Dänemarks und Großbritanniens haben sich alle Länder verpflichtet, irgendwann dem Euro beizutreten. Si on ne rend pas l'euro fort, si on ne rend pas l'euro soutenable, si on ne l'équipe pas pour tirer les leçons de la crise et pour faire face aux défis futurs, eh bien, il n'y aura plus d'Europe. Ich glaube, man muss sich einfach zusammenraufen. Ich sage nur einfach, wir können nicht bis 2020 warten, dass wir solche Dinge anschieben. Deswegen sind wir hier im Parlament schon ein bisschen ungeduldig.